Hallo, heute heißt es wieder Lou for You. Ich bin hier im Apollo Stage Theater. Das ist neben dem Palladium Stage Theater. Ich war ja schon im Palladium Stage Theater in Tanz der Vampire. Und jetzt bin ich hier im Apollo in Stuttgart. Also es ist in Stuttgart, habe ich vergessen zu erwähnen. Und jetzt bin ich hier im Apollo und schaue mir Mary Poppins an. Ich kenne nur dieses eine Lied. Flitz, supercalifragilisticexpialidocious. Das ist voll cool hier. Ganz seltsame Geräusche sind hier. Und da ist ein langer Flur. Und ich stelle mal meine Tasche hier ab. Ich bin gefallen. Meine Mutter sagt ein Häschen. Was ist denn das für ein Häschen? Ey, fress doch nicht das Häschen ab, weil er diese komische Gestalt, die du gezeigt hast. Das sieht voll schön aus. Was ist das? Wow. Ich bin hier gerade vor einem Mary Poppins Schild. Meine Mutter bestellt gerade Essen. Wir haben unsere Karten noch nicht und holen die bald ab. Und jetzt esse ich erstmal einen Muffin. Sie steht gerade an. Immer noch. Es dauert ungefähr noch eine Stunde, bis wir unsere Karten abholen können. Da hinten ist das Apollo Stage Theater und hier ist das Stage Palladium Theater. Wow. So, wir warten hier jetzt auf die Backstage-Führung. Ja. Also, wir machen gleich die Backstage-Führung und ich habe erfahren, weil meine Mutter Blogger ist, darf ich filmen. Also, welcher will ich filmen? Das ist übrigens mein Backstage-Pass. Es geht jetzt los.
auch Karten für die Orange. Oder Lounge. Oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Lounge. Die liegen da vorne. Oh, ich habe schon wieder eine Kerze gefunden. Schon das zweite Mal. Dann haben wir jetzt auch noch das hier gekauft. Das Buch. Bilderbuch sozusagen. Also nicht Bilderbuch, sondern ist sozusagen. Da sind ganz viele Bilder drauf und drin einfach. Ja. Und dann auch noch CD. Da sind natürlich alle Lieder drauf. Was ich will, Superkalifragilisticexpialidocious. Das ist die Nummer 11. Und dann haben wir auch noch das Programm. So, es war sehr schön in Mary Poppins. Wir haben uns auch noch die CD und das Buch gekauft. Also mit Bildern drin halt, habe ich schon erzählt. Und gleich werden wir die CD hören. Und wundert euch nicht wegen dem Regenschirm, wer Mary Poppins kennt. Die hat immer einen Regenschirm. Einen schwarzen mit so einem Vogel unten dran. Ist auch voll cool. Ich fasse mal kurz zusammen, um was es geht. Und zwar, es sind zwei Kinder. Also es gibt eine Familie. Und diese Familie hat halt viel Geld. Der Vater ist Banker und die Mutter ist die Mutter eben. Und die kriegen eine Nanny, die zwei Kinder. Das waren Mike und wie heißt die andere Nummer? Jane. Jane. Und die kriegen eine Nanny. Die hatten schon sehr viele Nannies und kriegen jetzt noch eine. Und das, sie haben halt eine Wunschliste zusammengestellt, wie sie sein soll. Und wow, auf einmal kommt Mary Poppins und ist dann die Nanny von den beiden. Und sie gehen nicht besonders sehr gut mit allem um und sind sehr verwöhnt, sagt Mary Poppins. Und deswegen will sie ihnen eine Lektion erteilen. Sie ist halt immer sehr nett zu den Kindern und die Kinder mögen sie. Und auf einmal geht sie dann halt weg und dann sind die Kinder traurig und ändern sich. Aber jetzt sage ich nichts mehr. Ich sag nur noch, es kommt ein Wort vor, das vielleicht nicht jeder von euch kennt, aber es heißt Superkalifragilisticexpialidocious. Okay, weiter verrate ich auch noch nichts. Und wir sehen uns dann wieder, wenn es heißt Lou for you.